Hallo EMTB News, ich bin jetzt am Stand bei Bulls auf der Eurobike 2021. Mit mir ist hier der Michael von Bulls. Er erklärt uns mal die Neuheiten der großen Marke. Ja, servus EMTB News User. Eins der Neuheiten, seht ihr hinter mir, ist das Bulls eStream Evo AM6. Full Suspension Bike, Aluminiumrahmen, 29er mit 150 mm Federweg an Front und Heck. Das Antriebssystem ist ein Brose S-Mac mit dem Zusatz Fit. Und das Fit ist eigentlich der ganze Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, denn wir haben Sachen wie das Display und alles, was drumherum, um das Interface, um die Bedienung, um eine App mit Diebstahlsicherung, mit Tracking etc. passiert, quasi aus eigener Hand. Und hinzu kommt, dass wir drei verschiedene Akkuoptionen zur Verfügung haben. Ich wollte gerade fragen, Thema Fit hat mir jetzt erstmal wenig gesagt, hast du cool erklärt. Akkuoptionen, was hat Bulls da so in petto? Also das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte hier bei den E-Streams oder bei den E-Stream Evos, betrifft Full Suspension Bikes und auch Hardtails. Denn in ein und denselben Rahmen, egal welche Rahmengröße, passen drei verschiedene Akkuvarianten. 555 Wattstunden, 740 oder so ein ganz großer Klopper, 925 Wattstunden. 925 Wattstunden ist eine ganze Menge, bedeutet alle Reichweitenfans da draußen, bei Bulls werdet ihr sicherlich glücklich. Michael, was gibt's noch so für Highlights an dem Rad? Highlight ist mit Sicherheit auch die Konstruktion des Hinterbaus. Man kennt diese Konstruktion vielleicht von Motocross-Maschinen, so ein Schwingendesign. Hat den Vorteil, dass es äußerst robust, langlebig und vor allem sehr steif ist. Sehr steif, ja. Du hast gesagt, es gibt ein cooles Display. Was kann das Display? Also das Display ist im Prinzip eine kleine Remote-Einheit. Man kennt es von anderen Herstellern, Bosch Purion zum Beispiel. Ah, ja. Mit einem kleinen Farbdisplay. Sehr gute Haptik, gibt ein sehr gutes Feedback und zeigt in Farbe letztendlich sehr klein, sehr definiert die benötigte Information noch an. Also könnte man sagen, das ist vielleicht das Display oder die Remote-Einheit, die sich ganz viele Bosch-User gewünscht haben. Das könntest du vielleicht sagen. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Es gäbe natürlich noch andere Display-Optionen. Wer möchte, kann auf ein größeres Display wechseln. Es gibt aber auch so einen Smartphone-Halter letztendlich im Aftermarket, wenn einer sein Smartphone dann als Display nutzen möchte. Die innovative Lichtanlage ist auch, oder die Lichthalterung ist auch mit dabei? Ja, wie von Bulls natürlich gewohnt. Monkey Link, wer das nicht kennt, das sind Schnittstellen am Vorbau bzw. hinten am Heck, die vorne zumindest bestromt sind, wo man eine Monkey Link Leuchte magnetisch ganz einfach ranklicken kann und ein Licht immer mit an Bord hat. Finde ich persönlich ziemlich cool, erhöht die Sicherheit und das Handling ist einfach total easy. Micha, super, klasse, dass wir das hier machen konnten. Vielen Dank und ja, auf bald. Viel Spaß weiterhin.